Wir wollen nur Joey schreiben, sagen. Hallo, hallo. Joey. Hallo. Hallo. Hört ihr mich? Seht ihr mich? Ruft mal alle. Howie! Ja, 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 sehr gut. Und jetzt ruft mal alle Joey! Joey, dein Videochat ist bereit! Die Fans warten auf dich! Habt ihr denn wenigstens mal ein paar schöne Fragen für Joey? Wie es ihm geht, wie der Unfall war. Hier ist er! Joey, bei Jagalu, viel Spaß! Das war die Club-Marte-Dinger. Entschuldigung, hi. So, ich habe gerade ein paar Flaschen kaputt gemacht, aber sonst ist alles super. Ja, guten Tag, wo kann ich... Also hier, ich finde das Ding ein bisschen... Okay, ja. Hallo, ich bin Joey. Und ihr kennt mich ja schon und ich war ja schon 100 Mal hier. Und ja, wir haben es heute doch jetzt hinterher geschafft. Wo ist die Kamera hier? Da oben. Da oben, okay. Wir haben es doch heute geschafft, jetzt hat hierher zu kommen. Und Joey hat Kunst gemacht. Könnt er gewinnen, ganz also, geil. Sagen wir es mal einfach mal so. Eine schöne Collage. Ich kann ja mal beschreiben hier meine Haare, meine Nase, Sebastians Mund, Sebastians Wurtmund. Das Gesicht, die Augen sind von Selena Gomez, da einmal Brad Pitt. Hier die Weltkugel und hier ist der unbändige Max da unten, keine Ahnung. Und ja. Und hier Unterschrift. Aber jetzt hat er im Handel, genau. Und die Zeitung ist eine neue, die heißt G.H. Nase Roserario. So, genau. Bei Jagalu zu gewinnen. Und heute haben wir auch eine große Mission. Mission sagt man ja, ne? Mission. Mission. Ich tue mal ein bisschen mischen heute. Und genau. Ich bin heute hier in Berlin und habe praktisch 2 kleine Konzerte. Mit einer mega, 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 mega Band. Darf ich vorstellen, hier ist Shane Gunn. Und der muss jetzt auch mal vor die Kamera kurz und Hallo sagen. Shane, dich sieht man doch heute eh. Ja, genau. Okay. Hi, der Gang ist. Genau, das ist Shane. Der hat meine Akustikversion für die ganze Welt dreht sich um dich gemacht. Mit seiner geilen Band. Und ja, wir werden noch ganz viel machen. Und heute werden wir präsentieren mit... Also die ganze Welt dreht sich um dich im Mediamarkt Alexanderplatz. Alexanderplatz und? Und Spandauer Arkaden. Spandauer Arkaden, genau. Darum. Und dann noch mit meinen Tütchen, also Tutti, zusammen. Spaß. Genau. Gun bis später. Und ihr müsst unbedingt kommen, weil die Gun-Band ist mega und Tutti ist auch mega und wir werden heute richtig rocken. Und Rock'n'Roll, hat man schon gehört. Ja. Ja, gestern, wisst ihr, hatten wir so eine blöde Kacke. Wir sind in der Nacht, hatten wir einen Unfall mit so einem beschissenen LKW-Fahrer. Der hat anscheinend gemeint, er wäre ein bisschen breiter als wir mit unserem Auto. Und der musste dann da, das waren irgendwie so 2 Spuren. Und dann ist er reingefahren und hat uns komplett gestriffen, hat uns den Spiegel kaputt gefahren. Und ja, dann ist er abgehauen auch noch und ist gar nicht stehen geblieben. Und wir haben die ganze Zeit Warnblinker angemacht. Und dann praktisch ist er nicht rausgefallen und dann musste natürlich die Polizei kommen und den rausziehen. Und ja, was sonst hätten wir jetzt halt hier eine Rechnung von ein paar tausend Euro und das ist halt auch scheiße. Und ich meine, wenn er schon so doof fährt, dann muss er auch dafür gerade stehen, sage ich mal so. Und ja. Ja, und jetzt hat gerade bei Jagalu, wir haben gerade schon 2 Songs gesungen und so und heute Nacht dann in Berlin geschlafen. Berlin ist eine Hammerstadt. Ich freue mich jedes Mal so hierher zu kommen und wirklich hier irgendwas zu machen und so und Interviews zu geben und ich finde es einfach mega hier. Und ich bin auch ein bisschen müde, weil ich habe wirklich nur 3 Stunden geschlafen oder so. Weil mein guter Herr Nils Brandt ist neben mir gelegen und hat geschnarcht. Und in der Früh hat er dann so getan, als wäre ein Feuerwehrmann und muss alles schnell gehen. Und ja. Und ja, heute bin ich halt deswegen sehr müde und habe deswegen 5 cm dicke Augenringe, aber das macht nichts, die sind mit ganz gutem Make-up von DM überstrüpft. Und ja,
Mir fallen heute so wenige Sachen ein. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Aber ich lese mal hier ein paar Nachrichten durch. Hier steht irgendwie... wie geht's meinem Hals? Ja, dem Hals geht's eigentlich ein bisschen besser. Wisst ihr, Antibiotika wirkt nicht gleich. Erst nach 3 Tagen. Und es war wirklich ein Kampf mit dieser Scheißmandelentzündung. Und das ist halt auch das Problem, dass ich dann wirklich da nur Schmerzen hatte. Ich hatte wirklich so eine Backe und mit so einer Kugel da drin. Deswegen musste ich auch leider die Termine für Dresden und Dessau absagen. Und es war schon echt traurig letzte Woche. Aber wir holen den Termin nach am 23. in Dessau. Und wegen Dresden gucken wir auch noch, dass es bald ist. Anscheinend gleich das Wochenende dran. An einem Samstag. Und dann können wir das wenigstens nachholen dann in diesem großen Einkaufszentrum, dass hier wieder alle kommen können. Genau. Und jetzt sehe ich gerade, es ist 12.12 Uhr und es sind schon so viele Leute online. Genau, warum seid ihr alle nicht in der Schule? Warum seid ihr nicht in der Schule? Fragezeichen. Wer hat Lust, in die Schule zu gehen? Niemand. Ferien. Die haben noch Ferien. Ferien, mein Gott. Was sind für Ferien? Herbstferien? Ferien ist mega, auf jeden Fall. Ferien wären cool, aber auf jeden Fall, ich habe eigentlich Ferien jeden Tag, aber das sind ja keine Ferien, sondern Job ist Job und mein Job ist ja auch mein Hobby und das ist das Schöne, das zu verbinden und so. Wie findet denn ihr meinen neuen Song? Jetzt mal so ein bisschen Feedback von euch. Wie findet ihr den neuen Song? Die ganze Welt dreht sich um dich. Geil, Hammer, sehr gut, cool. Prüfung gehabt, geil, geil, mega geil. Ja. Alles mega, 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 mega. Super, super. Ja, gefällt in euch, das ist super, ja. Jetzt ist halt auch wirklich mega Song, finde ich, und sehr stark. Aber ihr wisst ja auch, später bringt unser Howie später noch was online, was wir hier gemacht haben. Und dann auch im Interview, ist auch eine kleine Überraschung, weil praktisch heute Amy Jane auch da war. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich kenne sie auf jeden Fall und die wird dann später praktisch dann auch noch mit dem Bild sein, weil wir dann über unser neues Projekt geredet haben, einen neuen Song. Ich sag nur, Weihnachtssong wird mega und damit sind auch noch 7 andere Künstler dabei. Aber wenn ihr genaues wissen wollt, schaut euch später das Video an, da ist genau alles enthalten und so. Und hier ist noch eine schöne... Eine Freundin behauptet, sie sei die Freundin von dir. Eine Freundin behauptet, sie sei die Freundin von mir. Ja. Das behaupten sehr viele Menschen. Naja, ich sag's mal so, der gute alte Joey ist immer noch eine alte Single-Braut und hat leider sehr wenig Zeit für die große Liebe, so, aber die kommt bestimmt auch noch. Und abwarten, aber naja. Ich lebe ja noch länger. Ich bin ja jetzt halt noch gute, geschmeidige Jungjahr. Genau. Was ist hier? Ach so, traurig. Nee, ich kann nicht, das ist normal bei mir in der Früh. Das Problem ist, wenn die Kamera jetzt oben scheint, dann... Meine Augen sind eigentlich immer so klein und deswegen. Und ich bin heute sehr müde und deswegen schaue ich manchmal so ein bisschen traurig. Weil, jetzt erzähle ich euch mal was. Das ist verdammt lustig. Ich habe mal eine Brille getragen, ja. Es war eine richtige Nerdbrille, so 20 cm Panzerglas. Nee, Spaß, zu dick auch nicht, aber halt waren schon gute Zentimeter. Und ja, dann habe ich die Brille abgesetzt oder besser gesagt, ich habe sie auf den Malediven verloren. Weil ich mit der Brille ins Wasser gegangen bin und das Wasser war so klar, dass ich mir gedacht habe, ich finde die schon wieder. Aber dann anscheinend nicht mehr. Dann war die Brille anscheinend Fujiyama, ups. Und ja, seitdem haben sich meine Augen verschlechtert und ich sehe immer weniger. Und letztens hatte ich so einen MP3-Player. Oder was das war, MP3-Player in der Hand und wollte eine Kerze anzünden da, mit einem MP3-Player. Ne? Das war dann schon mal so ein Zeichen dafür, dass ich mal wieder eine Brille tragen muss. Aber wenn ich eine Brille trage, dann nur im Privaten und vielleicht mal ein paar Fotos, aber ich werde auch bald zum Augenarzt gehen, bevor jetzt hier viele schimpfen, ja, du musst zum Augenarzt. So, auf Wien freue ich mich auch schon, es ist übernächste Woche geht es nach Wien. Was machen wir da? Was machen wir da? Klar, wir haben da Konzerte und Autogrammstunden. Also wir sind eine komplette Woche in Österreich auf Tour mit das Tütchen. Tutti übersetzt. Und
Wird mega, ich freue mich auf euch Österreicher. Ihr seid immer so richtig starkes Publikum, ausflippt und alles Mögliche und geil und Hammer. Aber natürlich auch hier in Deutschland, ihr seid auch mega. Und ja, ich freue mich heute auf Berlin. Und deswegen würde ich sagen, kommt einfach zu der Autogrammstunde, lasst euch überraschen, holt euch ein Autogramm. Und meine CD gibt es natürlich auch dort, wer sie noch nicht hat. Und ich verabschiede mich jetzt bei Jagalu TV. Bis bald. War schön, euch zu nicht zu sehen, aber zu lesen. Das mit dem Sehen machen wir. Mit den Sehen, mit den Sehen. Machen wir beim nächsten Mal mit Ciao. Google Plus Hangout. Vielen lieben Dank. Ciao. Alles Weitere dann bei uns auf der Homepage. Howie sagt Tschüss.